Ist hier noch einer? Ja, hier oben, ne? Stimmt. Wird ja alles angezeigt. Mensch, da kann ich Geschichten erzählen. Das haben wir öfters mal hier versaubert. Und dann hingen wir die ganze Zeit rum und wussten nicht, wo der letzte Gegner ist. Anstatt, dass einer mal auf den Radar kommt. Aber das macht man einmal richtig falsch und dann weiß man das für immer. Also in der Regel. Die Mutti. Sie ist hier. Zack. Zerlegt. Wo ist die Mutti? Irgendwas Großes muss jetzt kommen. Ist schon tot? Wunderbar. Das freut mich. Legendärer Loot vielleicht? Nein. Aber Körkchen. Die nehmen wir mit. Moni, gerne. Für den Verkauf. Drogen. Für die nächste Handelstour. Und Kippchen. Für Plastik. Cool. Nice, nice, nice. Hätten wir das auch erledigt. Kommen wir zum obligatorischen. Wayward. Da ist es. Hinter dem Punkt. Smiley, Smurfy Sunny, mein bester Freund. Wir haben die Kohle und du hast das Gold. Hi. Jupp, wir sind interessiert, aber sowas von. Na, stopp. Oh, tut mir leid, ich habe mich verklickt. Ja, du hast das Gold. Da war ich wohl wieder ein wenig zu übereifrig. Boom. Und schon haben wir, oh, 4.400 Gold. Also so langsam müssen wir es ausgeben, ne? Wo ist das Limit? Ich würde das gerne schmerzfrei erfahren, wo das Limit ist. Also ich würde ungern dieses Limit erreichen. Deswegen sollten wir vielleicht erstmal die kalibrierten Stoßdämpfer kaufen, bevor wir uns jetzt hier verkalkulieren. Das wäre ziemlich, ziemlich unsinnig. Guten Abend, ihr goldigen Leute. Ich würde ganz gerne ein paar Barren loswerden. Und zwar bei dir hier. Und jetzt ganz vorsichtig. Wir wollen die kalibrierten Stoßdämpfer für die Hellcat-Rüstung kaufen. Und die sind hier. Kalibrierte Stoßdämpfer. Hellcat, floppdiwupp. Und wir können sogar noch... Warte mal, stopp. Was müssen wir denn noch als nächstes kaufen? Ich habe mir extra eine Liste gemacht. Notfallprotokolle können wir uns gerade nicht leisten. Optimierte Armschienen, 200. Geschenkt, Mann. Ja, nimm mal mit. Cool. Wetzmatrix. Wo ist die Wetzmatrix? Da. 200. Können wir auch mitnehmen. Dann brauchen wir ja nur noch die Notfallprotokolle. Notfallprotokolle 2000. 1000 Goldbarren. Das war's dann. Easy peasy, Mensch. Echt cool. Ich aktualisiere die Liste. Zack, schon fertig. Und gleich mal hier schön die neuen Baupläne lernen. Notizen, Bauplan. Oh, Bärenstark-Mod kannten wir auch noch nicht. Oh mein Gott, wir kommen unserem Ziel immer näher. Vielleicht kriegen wir es noch wirklich hin zum Anfang der nächsten Season. Aber erstmal wieder nach oben. Tschüss. Staatsanleihen. Wir brauchen noch mehr Staatsanleihen. Aber die ganze Zeit kommt hier schon kein weiteres öffentliches Event mehr. Nicht, dass da irgendwas nicht hinhaut. Aber diese legendäre Brandbestie sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. Wobei, wir haben sehr wenig Fusionskerne. Oh, 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 mal gucken. Mal gucken. Aber das hier wären doch leicht verdiente legendäre Scheine. Oder wer weiß, vielleicht bekommen wir die beste Waffe aller Zeiten. Oh, da ist ja richtig viel los da unten. Komm her, du Monster, du. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Boom. Einfach wegschnecken. Bevor sie sich aufladen kann. Ist, glaube ich, schon zu spät. Ah! Ah! Aua! Monster, du! Sie hat sich gerade wieder mit Energie versorgt. Schande. Und jetzt kommen alle anderen. Schön! Die ganzen Mr. Fuzzies. Wo? Von wo? Na, 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 na. Draufhalten. Jetzt! Ja, das hat doch ordentlich gezeckt, oder? Na los! Kommt doch. Oh, eine ganze Armee. Spritze. Jetzt. Wo ist die Brandbestie?
Sie ist abgehauen. Ist doch ein Witz, oder? Ist doch ein ganz mieser Witz, wie viele Gegner da rumlaufen. Das ist nicht normal. Da stimmt irgendwas nicht. Wir müssen dahin. Kommt her, ihr Ratten, ihr. Alle schön abfahren. Hier ist alles voll. Ich habe noch nie so viele Gegner auf einem Bildschirm gesehen hier bei Fallout 76. Noch kein einziges Mal. Es ist Krieg. Und Krieg bleibt immer gleich. Übel. Sind auch Legendäre dabei? Ich glaube nicht, ne? Alter, was? Machen doch hier gerade einen Stabilitätstest des Servers oder so. Und da sind immer noch welche. Eine Sekunde. Das ist ein Einsatz für Fantastic. 10.000. Die hat nicht gereicht. Fantastic, du hast uns enttäuscht. Aber du kriegst auf jeden Fall noch eine Chance. Erstmal die... Ja! Auf einmal steht er vor mir. Gut. Dann eben mit Klopperina. Jupp, dankeschön. Ist ja gut. Dafür würde ich gerne Staatsanleihen bekommen. Es war auch ein harter Job. Jetzt nehmen wir noch die Munition mit und dann sind wir hier schon weg. Denn wir können ja selber öffentliche Events starten. Mhm. Ja. Oh mein Gott, wie viel Kram. Schön. Ja, und dich noch. Sonst noch irgendwas? Naja, ein paar Medikamente. Man weiß ja nie, ne? Schnellreise-Loadout. In der Power-Rüstung, die fast leer ist. Ja, wir müssen uns gleich auch noch ein bisschen entstrahlen. So, öffentliches Event selber starten. Hier drüben, Big Bend Tunnel Ost. Nee, ja, müssen wir auf jeden Fall ohne Power-Rüstung spielen, weil ansonsten würde uns die Energie da drinnen in diesem Höllentunnel ausgehen. Und ein bisschen entstrahlen müssen wir uns auch. Karten sind gewechselt. Ein Red Away Light, bitte. Reicht das, um ideal bloody zu sein? Ja, das sollte reichen, ne? Das ist in Ordnung. Klopperina wird schon richten. Oh, Muni. Schön. Abend, guten Abend. Nehme ich auch noch mit. Licht wieder an. Das geht ständig aus. Aufbereitetes Wasser. Nicht so. Vielleicht noch ein paar Drogen. Oh, Daytripper. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und Plastik natürlich. Welches wir auch gleich zerlegen wollen. Flup, flup, flup. Sonst noch Waffenrüstung. Ja, hier. Das macht mich doch alles nur unnötig schwer. Guten Tag, Winnie. Willkommen zurück. Willkommen. Jawohl, ja. Also davon könnte es wirklich mehr Events geben. Aber eigentlich gibt es doch gar nicht mal so wenig öffentliche Events, die man selber starten kann. Tod von oben geht theoretisch auch immer, sofern nicht alle Atombomben gezündet wurden auf dem Server. Hat sie einen Arm weniger, kann das sein? Ist das immer so? Nee, doch nicht. Wow, das sah gerade ganz creepy aus. Kryptisch fällt mir da noch ein. Und ansonsten in Sachen Goldie... Ja, genau. Okay, Leute, die Tagesquest, die man machen kann, um Staatsanleihen zu bekommen. Wir brauchen uns gar nicht so hart auf die blauen Kisten fokussieren. Ich habe schon wieder alle Ortschaften vergessen, wo wir die finden, weil die erhöhen nicht die Chance dafür, dass wir den Bauplan für den Big Bend... Nee, Quatsch. Wie hießen sie noch mal? Blue Caravan? Genau, Blue Caravan. Ja, genau. Blue Ridge Caravan Company Rucksack bekommen. Punkt. Oh, und los geht's, komm jetzt. Ja, Fracht von den anderen, aber der ist völlig uninteressant. Den brauchen wir nicht. Aber wir können trotzdem rechts und links mal gucken, ne? Weil es dauert ja hier eine Weile. Noch können jetzt Leute dazu stoßen, richtig? Glaube ich. Müsste doch jetzt eigentlich als öffentlich angezeigt sein. Mhm, ja. Kommt da. So, keine blaue Kiste hier. Vielleicht hier mal reingucken. Sind die immer an den gleichen Ortschaften? Oder sind die auch mal woanders? Also ich bilde es mir zumindest ein. Ah! Ist ja gut möglich, ne? Um die Sache so ein bisschen würziger zu machen. Beschütze die Brahmen, los!
Da kommen sie raus, die miesen Hunde. Nicht schon wieder. Oh doch. Plupp. Also hier lohnt sich jetzt der Ballistikbock nur bedingt. Das sollten wir auch ohnehin bekommen. Wir könnten weggeschossen werden. Das könnte passieren. Aber ich gehe nicht davon aus. Hier waren wir gerade eben schon drinne. Na! Von hinten auch noch. Was für eine Überraschung. Ich renne ja schon. Wir könnten hier ruhig einen Begleiter bekommen. Das war ein verfluchtes Killerkommando. Wir hatten gar keine Chance. Aber lustigerweise, obwohl das hier ein öffentliches Event ist, gut, eins, das wir selber auslösen, aber trotzdem können wir hier unseren Schrott verlieren. Ich war auch sehr überrascht. So, jetzt müssen wir mal ganz genau gucken. War das jetzt der Tunnel, den wir schon... Nein, war er nicht. Kiste Nummer 1. Da fängt er schon mal gut an. Ich will doch nur den Rucksack. Ansonsten zweckentfremde ich dieses öffentliche Event nur wegen der Staatsanleihen. Aber ist schon cool. Aber wäre es auch so cool, wenn wir es nicht selber auslösen könnten? Das ist die Frage. Das überlassen wir den Philosophen. Ich habe auch manchmal Blockaden. Vor allem im Rücken. Üble Geschichte. Ja, ist schon hart manchmal hier im Ödland. Da kommen sie! Schon wieder Killerkommando! Vor allem, was hat mich bitte so schnell weggehauen gehabt? Irgendeine Explosion! Irgendeine miese kleine Explosion. Oh, Legendary, Legendary! Und da geht er down, so schön. Scheine, Scheine, Scheine. Dankeschön. Weiter, weiter, weiter. So, vielleicht kriegen wir ja trotzdem die Kisten alle zusammen. Wir laufen einfach alles fein säuberlich ab. Vor allem die Tunnels. Die Tunnels sind am allerwichtigsten. Kommst du klar? Da können wir noch nicht rein. Jetzt machen wir hier alles klar. Wir haben nur noch 20 Minuten. Es wird knapp. Sehr, sehr knapp. Ich höre Schüsse von da hinten. Oh, schon wieder ein Legendärer. Ist er tot? Ist er tot? Nein, er hat sich wieder aufgeladen. Miese Ratte. Kann ich dich wiederbeleben? Oder war das der Hund? Miese Töne. Der hat doch die Räude. Wirklich. Kammerjäger, kurz. Radiumgewehr. Habe ich noch nie so wirklich mitgespielt. Dabei haben wir vor nicht allzu langer Zeit dafür den Schalldämpfer bekommen. Und ihr habt mir geschrieben, dass der relativ selten zu bekommen ist. Also ja, relativ. Ne, relativ. Irgendwann kriegt man doch hier alles, was es, naja, was es geben kann. Boom! Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. Oh mein Gott. Wir vertragen echt nicht viel ohne die Powerrüstung. Das wird mir gerade wieder schmerzlich bewusst. Glaskanone. Eine verstrahlte Glaskanone. Weg mit dir. Nein, er lädt sich auf. Das muss schneller gehen. So, weg mit ihm. Und du bist auch schon weg, ne? Aber du hast noch einen Kopf zu viel. Geh weg, du Töle. Mist, ey. Oh, legendären Kram. Ja, aber erst müssen wir hier die Lage sichern. Hier hoch, bitte. Zack. Wo ist mein Loot? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Deine Minigun kannst du behalten. Und die hat auch jedes Mal, ne? Die Minigun. Plus dem legendären Loot. Blutpaket. Na gut, weil heute Sonntag ist. Schön. Hinten ist auf jeden Fall auch noch eine Kiste. Wenn wir hier reingehen. Ich mach gleich auf, ne? Wir haben noch viel Zeit. Erstmal gehe ich jetzt hier rein. Mach die zweite Verbindungstür auf. Die nicht hier ist. Aber ist hier vielleicht ein Fusionskern? Wir können auch wieder die nicht ganz voll aufgeladene gut gebrauchen. Oh Gott, Hunde! Hunde. Ich hatte früher eine Hundeallergie. Das ist die Hölle. Ah! Toll, jetzt kriege ich Ausschlag. Und vielleicht Atemnot. So, die Tür will ich aufmachen. Ich weiß auch nicht warum. Es gibt mir ein gutes Gefühl, diese Kette wegzumachen. Und nun weiter nach links in den Tunnel rein. Hier lang. Und lustigerweise gibt es hier ein paar vereinzelte Grubenmauern. Aber die mischen ansonsten nicht weiter mit. Aber die wollten sich auch mal bemerkbar machen. So, Kiste, 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 Kiste. Bin ich schon vorbei? Da ist sie doch. Sag ich doch. Hi. Du Grubenhauer, du.
Du drogenabhängiger Ewok. Man kann zwar noch hier weiter rein, aber nicht so relevant, ne? Aber wie weit? Nee. Keine weitere blaue Kiste hier. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Absolut. Schön. Die Ästhetik der Gewalt. Irgendwas löst auch das in uns aus. Wir sind schon ein krankes Volk, wir Menschen. Die haben wir, ne? Ja, die haben wir. Lieber double checken. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Wir müssen die Frachttür entsperren. Das war da oben. Flop. So, wo ist der Knopf? Wir pushen den Button. Den großen roten. Und jetzt geht die Action gleich wieder los. Wie wär's? Ping, ping, ping. Ja, das sagst du jedes Mal. Und trotzdem gehe ich immer und immer wieder mit dir hier in diesen Todestunnel. Wo ich einfach nur Panik habe, dass ich die ganzen blauen Kisten nicht finde. Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Aber wer weiß. Vielleicht kriegen wir es auch diesmal hin. Oh mein Gott, Kiste 3. Und ein Grafikbug. Wahrscheinlich wegen des Schnees, ne? Ist sowieso fragwürdig, warum hier alles voll mit Schnee ist. Aber es könnte ja auch dickes Eis sein. Hey, ist doch gut, Mensch. Eine Kiste noch. Vielleicht in den Höhlen. Auf der anderen Seite. Hier sind doch irgendwo noch Eingänge gewesen. Aber die müssen erst aufgesprengt werden. Ich glaube, die Brahmen können ein bisschen schneller laufen, hä? Eugene? Oh, oh, oh. Wow. Plötzlich und unerwartet. Teil 2. Wie bitte? Wir sollen nerdwütig sein? Dafür haben wir doch auf jeden Fall viel zu viel Energie. Warum wurde gerade Nerdwut angezeigt? So, hier ist der nächste Durchgang. Der gleich aufgesprengt wird. Aber hier können wir doch bestimmt da schon rein. Ist hier die letzte, alles entscheidende blaue Kiste. Voller Wunder und Hoffnung. Glitzer, Glitzer, das magische Amulett. Moment. Oh, jetzt habe ich mich hier schon wieder verfranst, ne? Ich wollte gar nicht so weit. Geh weg! Tatsächlich, hier ist das Stückchen, was rausgesprengt wird. Aber wer hat das bitte gesprengt? Feinde im Anmarsch. War der Sprengstoff eingemauert oder was? Hier war niemand. Zack, zack. Aber okay, davon sollten wir uns nicht ablenken lassen. Na, 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 na. Schön zirkeln hier. Schön zirkeln, wie bei Division. Mit dem Schild. Schön die Ecken ausnutzen. Und da geht er down. Soll ich jetzt nochmal hier kurz gucken? Ah, ich weiß nicht. Irgendwo muss doch hier die letzte blaue Kiste sein. Hm. Brandaxt. Naja, den kriegen wir bestimmt verkauft, den Bauplan. Bitte nicht. Bitte noch nicht. Es ist nur noch eine Kiste. Ich weiß nicht. Ich habe mich schon wieder verfranst. Bin mir nicht ganz sicher. Mein Kurzzeitgedächtnis. Ich weiß. Gerade wenn ich unter Stress stehe, dann werde ich hibbelig. Ich brauche immer Ruhe. Immer Ruhe. Sonst wird das noch schlimmer. Okay, das war's. Wir haben es nicht geschafft. Ne? Wir haben es nicht geschafft. Es tut mir leid. Die letzte Kiste. Sie war es wieder. Aber wie erwähnt, es bringt nicht viel mehr. Also, ich glaube, es bringt auch nicht mehr Starts an. Dann bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Wobei ich mir aber sicher bin, ist es, dass wir ohne die blauen Kisten keine schlechtere Wahrscheinlichkeit haben, was den Rucksack angeht. Gut, ist in Ordnung. Ja, 75% Quote erfüllt. Ich glaub, die Luft ist rein. Und wichtig ist, dass es uns gut geht, dass wir überlebt haben. Oder, Kieran? Eugene? Danke. Mhm. Also ganz ehrlich, ihr seid doch so super organisiert. Warum stellt ihr nicht einfach ein paar Leute fest hier rein, Mensch? Da findet ihr doch bestimmt arbeitslose Ödländer oder so. Die machen das hier mit einem Handkuss. Die gibt ein bisschen, weiß ich nicht, Kronkorken und Brahmenmilch. Und schon läuft hier der Ofen. Haben wir das Skin, den Rucksack bekommen? Nee, ne? Bauplan? Nein. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Aber die Staatsanleihen, das ist doch mal wichtig, ne? Alles klar. So. Eine Nacht voller Gewalt. Natürlich. Fast schon zu Ende. Da freue ich mich.